Charles Joseph Whitman wurde am 24. Juni 1941 in Florida geboren. In seiner Jugend war er Pfadfinder und erreichte dort den höchstmöglichen Rang Eagle Scout. Er diente auch im US Marine Corps und hatte eine hervorragende militärische Ausbildung. Später lebte die Familie in Austin, Texas. Am 29. März 1966 sprach er mit einem Arzt über seine Fantasie, auf einen Turm zu steigen und von dort aus Menschen zu erschießen. Am 31. Juli 1966 fuhr Whitman zu seiner Mutter und erstach sie im Schlaf und kurz darauf seine 23 Jahre alte Ehefrau. In Arbeitskleidung und mit einem gemieteten Wagen fuhr er am nächsten Tag mit seinem Militärkoffer und Waffen ausgerüstet auf den Campus seiner alten Universität, auf der er Maschinenbau studiert hatte. Whitman schaffte seine Ausrüstung auf den dort stehenden 27 Stockwerke hohen Aussichtsturm. Mit dem Kolben seines Gewehrs schlug er der Rezeptionistin Edna Townsley den Schädel ein und versteckte die Sterbende hinter der Couch ihres Büros. Er legte auf jeder der vier Seiten des Turms Waffen aus und verstaute seine Vorräte. Eine Familie stieg auf den Turm. Whitman schoss und tötete dabei Mark Gabor und seine Tante Marguerite Lamport. Um 11.48 Uhr begann er vom Turm aus zu schießen. Kurz nach den ersten beiden Toten gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein. Alle Beamten, ob im Dienst oder nicht, eilten zum Campus. Die Nachricht vom Amokschützen verbreitete sich in ganz Austin. Zahlreiche Zivilisten eilten herbei und gaben den Polizisten Feuerschutz. Eine Sicherheitsfirma stellte gepanzerte Geldtransporter zur Verfügung, mit denen zahlreiche Verletzte gerettet werden konnten. Jeder in einem Umkreis von 500 Metern um den Turm waren in Gefahr. Mangels Sprechfunk wussten viele Polizisten nichts von irgendeiner möglichen geplanten Operation. Bald gingen sogar dem Krankenhaus die Blutkonserven aus. Doch viele Bürger eilten heran und spendeten Blut. Gegen 13.24 Uhr gelang es zwei Polizisten auf einer Seite in den Turm einzudringen. Zeitgleich gelangten ein pensionierter und ein aktiver Militäroffizier auf der anderen Seite in den Turm. Die vier Männer umzingelten Whitman und eröffneten das Feuer. Nach seinem Tod und dem Fund seiner Frau und seiner Mutter wurde das Gehirn Whitmans untersucht. Die Pathologen fanden einen aggressiven Gehirntumor, der vermutlich das Verhalten Whitmans stark beeinflusst haben könnte. An diesem Tag starben 17 Menschen, 32 weitere wurden verletzt.